Moin Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge hier bei Lehrer Let's Plays und Need for Speed Rivals. So, was machen wir denn mal als nächstes? Wir müssen ja noch ein paar Pünktchen holen, 100.000 sollen wir ja machen. Und hier, wir sind hier mitten in der Pampa. Nee, warte mal, ich habe einfach die Map falsch, weil ich da vorne rechts war. So, hier wollen wir, haben wir jetzt alles. Alles klar, gut. Dann machen wir nochmal Hot Pursuit. Kein Pardon heißt es. Da kann man richtig gut punkten. Wir müssen auch nicht zwingend alle kaputt machen. Das hat beim letzten Mal leider auch ganz knapp nicht geschafft, weil uns der Erstplatzierte, ja, kurz vor Schluss dann weggefahren ist. Aber trotzdem haben wir da 42.000 Punkte mitgenommen und der will es auch drauf anlegen. Aber wir machen jetzt hier mal diesen Hot Pursuit und dann gucken wir mal, vielleicht reicht es ja sogar, wenn wir hier Erster werden, ansonsten müssen wir danach dann einfach nochmal ein bisschen Alarm machen. Jetzt geht's aber erstmal auf die Strecke. Und 5, Alter, 5 Stück. So, wir sind gerade vorne. Ich würde ganz gerne nochmal Nägel werfen. Machen wir mal eben hier. Oh shit. Oh nein. So, ich glaube, zwei sind uns durchgerutscht. Ich habe da hinten auf jeden Fall eine 3 gesehen. So, das heißt, wir müssen hier mal ein bisschen jetzt Gas geben. Da vorne sehe ich einen. Ja gut, dann ist nur einer durchgerutscht. So, zeigen wir dir mal, dass wir wieder da sind. Alter, da wollte ich gerade rechts rüber und dann kriegen wir die Schockwelle von dem hier. So, der hat gesessen. Nein, und dann genau in den Gegenverkehr. Schade, das wäre ein cooler Plan gewesen. So, eine Tanke wäre nicht schlecht. Da vorne soll auch gleich eine kommen. Ah, nee, die ist woanders. Schade. Ah, wobei, jetzt macht die Kurve doch hier wieder. Alter, da gibt er dem Auto vor uns, dem Passanten, eine Schockramme. Nein! Richtig nervig. Ja, wir haben keine Verfolgungstechnologie mehr. Wir brauchen hier zwingend mal eine Tanke. So, den nehmen wir jetzt mal aus dem Rennen. Achtung, Zentrale, das gestoppte Ziel ist im System. 10-4, Zieldaten kommen jetzt über das System. An alle Einheiten, wir müssen Scheiße vorbilden. So, und dann warten wir einfach mal ab, bis die Kollegen kommen. Okay, die fahren oben lang, da müssen wir mal ein bisschen Gas geben, damit wir vor denen bleiben. Ach, scheiße, da war eine Tanke, ne?
Wir dürfen hier jetzt auch nicht die gesamte Punktzahl riskieren. 1,4 Kilometer. Wir können die einfach ins Ziel fahren lassen. Und dann ist gut. Ich habe hier jetzt aber auch keine Lust, noch bei Null rauszukommen. Ja, wir sind eigentlich schon völlig kaputt. Lassen wir die mal ziehen. So, Bronze ist es geworden. 77.000 haben wir jetzt. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal darum, dass wir hier erstmal eine kleine Reparatur bekommen. Und dann machen wir mal das nächste Event, was dann hoffentlich dazu führt, dass wir hier auf 100.000 kommen. Müsste eigentlich. So, aber erstmal müssen wir uns reparieren, denn es kann sein, dass wir bei der nächsten Berührung schon kaputt gehen. So, so ist es doch wieder viel angenehmer. Ja, hier ist so ein Rennen. Aber das haben wir schon gemacht. Aber hier hinter ist noch so ein Schnelleinsatz. Dann machen wir den doch mal. Der ist aber unten. Wie kommen wir denn jetzt wieder runter? Müssen wir hier vorne und dann gleich mal links fahren. So, und jetzt hier mal runter. Und dann können wir nämlich von da aus. Umgehende 10:30 auf der Interstate 4 benötigt. Alle verfügbaren Einheiten zu diesem Einsatz. Was? Okay, dann mal schnell. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte das gibt. Das wird wahrscheinlich noch nicht reichen. Zur Not müssen wir dann halt auf der offenen Straße nochmal ein, zwei Racer auch hochnehmen. So, hier prügeln sich zwei. Oh shit. Die sind genau in unsere Richtung sogar. Oh nein, oh nein, oh nein. Schnell, schnell, schnell. Alter, Zeitstrafen holen wir hier wie die Pest. So, 3,6 Kilometer in einer Minute. Das ist auf jeden Fall sportlich. Also, da darf jetzt wirklich nichts mehr passieren. So, jetzt mal volles Gedeck auf die Autobahn. Der letzte Kilometer nochmal. Und ab durchs Ziel. So, ja, das fehlen immer noch 14.000, ne? Ach komm, machen wir nochmal eine Runde Interceptor, oder? Hinweis auf möglichen 1044 in der Nähe. Sehe mir das näher an. Achtung, Fahndung eines. Die haben ja jetzt genug Sachen, um den völlig kaputt zu machen. So, und der geht auf jeden Fall richtig sportlich ab.
da wendet der einfach mal. Das ist auf jeden Fall raffiniert gewesen. Ob es ihm jetzt weiterhilft, weiß ich nicht. Oh nein! Ah, shit! Schnell hinterher! Das war teuer! Oh, ich weiß nicht, ob wir den noch kriegen. Nö. So, dann lassen wir das an dem hier aus. So, mal gucken, was er dazu sagt hier. Der ist wahrscheinlich ein bisschen erschrocken jetzt, was wir hier machen. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es gibt, wenn man einfach nur so einen einzelnen hier auf der Straße mal hochnimmt. Aber wir werden es gleich sehen. Alter, der hat doch gar nichts mehr. Ja, sicher, weil der davon ja auch nicht kaputt gegangen ist, ne? Und der andere Polizist holt sich jetzt den Lohn, oder was? Verpiss dich, das ist mein Raser. Unglaublich. Dann rammen wir den jetzt 100 Mal. Mist. So, 10.000. Die werden doch noch irgendwie zu machen sein. Können ja so ein paar Nägelbänder abwerfen. Ein paar komische Stäbe umfahren. Mit hohem Tempo, okay, ich guck's mir mal an. So, einmal durch die Werkstatt. So, ja, wie machen wir das jetzt am besten? 10.000 Punkte brauchen wir noch, wir können ja mal gucken. Der Kerl, der uns hier entgegenkommt. Ob wir den hier noch so ein bisschen belagern können. Aber ich weiß auch nicht, wie viele Punkte das gibt, wenn man den jetzt festnimmt. Der eine hat uns ja schön, der eine Polizist hat uns ja schön den Einraser, den wir verfolgt haben, noch weggenommen. So, scher dich weg hier. So, und dann holen wir uns den mal. Aber der ist auch wieder ganz schön flott unterwegs. Na komm schon. Ah, der will nicht locker lassen. Na, wo will er hin? Okay, viel hat er aber nicht mehr. So, wir können gleich nochmal... Ah, super. Ich wollte eigentlich nochmal ein Nagelband den Polizisten hinter mir hinwerfen, aber jetzt ist er vor mir. Nicht, dass der uns hier wieder unsere Arbeit quasi wegnimmt. Ach, genau. Wir streifen den und dann sowas. So, ich habe keinen Schimmer. Der ist jetzt wahrscheinlich auch wieder weg. Ach Mensch, komm, dann holen wir uns wieder einen neuen. 8.000. Ach Mensch, das zieht sich hier echt ganz schön. Ach, guck mal, hier vorne wendet einer. Illegal. Mal gucken, ob wir dem noch was nachweisen können. Verstanden.
Ah ja, der will wieder drehen, alles klar. Dann fahr zu dem anderen Polizisten. Von wegen Straßensperre. Das Problem bei einer Straßensperre ist, dass wir da auch noch durch müssen. So, Kollege, das war nicht so schlau. Und jetzt haben wir auch die 100.000 Punkte. Also, einmal bremsen, einmal versuchen zu wenden. Und dann haben die Handschellen geklickt. Gut, halber Kilometer noch und dann ab in die Kommandozentrale. Und dann haben wir die 100.000 gesichert. Ja, bleibt mal hier, Leute. Wir kümmern uns dann in der nächsten Folge um euch. Wo ist der Eingang? Aha. Gut. Soweit, so gut. 24 Minuten, naja, gut, 1,5 Folgen. Nützt aber nichts. 100.000 ist doch eine ganze Menge. Am Anfang war es recht schnell. Die letzten 10.000, 20.000 haben sich echt gezogen. Gut, und ein Ferrari FF bekommen wir. Ja, ist ganz nett, aber Ferrari kommt in Schwarz irgendwie nicht so rüber. Kapitel 7, aha. Du hast den Test bestanden, Kandidat. Willkommen in der besten mobilen Eingreiftruppe des Landes, dem FBI Vehicle Response Team. Die Auswahl läuft weiter und die Anforderungen werden täglich härter. In der Garage findest du deine Ausrüstung, genau für dich angepasst und einzig dazu bestimmt, deinen Job zu erledigen. Ein für allemal. Der amerikanische Steuerzahler investiert Millionen Dollar in dich. Wir wollen, dass sich das Geld lohnt. Wir zeigen Ihnen, wie das VRT Dinge regelt. Ja, also wir haben 2 Hot Pursuits, 60.000 Punkte, die sollten da ein Nebeneffekt sein. 3 Schockrammtreffer, auch ein Nebeneffekt. 10 Racer von hinten eigentlich auch. Dann... Der eiserne Handschuh passt perfekt. Ja, 322 km/h für 15 Sekunden, 3 Treffer mit dem Nagelband, 128 Meter, ach guck mal, das ist doch mal nett. Ich bin fast da. Boah, 5 Racer, das dauert doch ganz schön lange. Lass doch mal über Undercover nehmen, das haben wir, glaube ich, als Polizist noch gar nicht gemacht, weil wir hier auch dieses mit diesem Distanzspringen haben. 3 Treffer mit einem Nagelband, das ist ja eigentlich, ja, auch nicht so schwer. Und 322 km/h für 15 Sekunden. Das kann man auf einer guten Autobahn auch machen. Ich habe da auch schon meine Lieblingsstelle denn schon vor Augen, wo wir auch den Sprung haben. Und allerdings 60.000 in der einen Session. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Wir zeigen Ihnen, wie das VRT-Dinge regelt. Als Pursuits ist natürlich schon knackig. Ich bin fast da. Aber ich glaube, dass im Prinzip können wir dann immer noch einen Hot Pursuit machen. Nehmen wir einfach mal diese Speedlist und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, wir spielen erstmal auch den Cop-Modus, die Cop-Karriere bis Kapitel 8 und danach wechseln wir dann wieder auf Racer. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid hier bei Lehrer Let's Plays und Let's Play Need for Speed Rivals. Bis dann.